Prosit Neujahr zu wünschen, da bin ich noch ein bisschen früh dran, weil jetzt steckt noch ganz Wien in den Vorbereitungen zu dem 30. Silvesterpfad. Und das ist schon mal eine Ansage. Die letzten 29 Jahre sind sehr, sehr gut gelaufen. Immer mehr Menschen kommen, um in Wien gemeinsam ins neue Jahr zu tanzen. Und auch dieses Jahr hält der Silvesterpfad einiges bereit. Und vor allem die Neuerungen sind sehr, sehr spannend. In der Seestadt Aspern oder beziehungsweise in die Seestadt Aspern wird dieses Jahr ausgeweitet und eine Besonderheit, die es auch nur dieses Jahr oder heuer dieses Jahr zum ersten Mal gibt, das ist auf jeden Fall das Speed-Dating, nämlich eine Single-Börse, das Ganze moderiert. Hier braucht keiner alleine ins nächste Jahr zu tanzen und auch so die Zukunftsaussichten für das Jahr 2020, die kann man in der Teintgasse erfragen, nämlich ob Karten lesen, ob sich aus der Hand lesen lassen, das alles ist möglich und noch vieles mehr. Der Silvesterpfad in Wien ist er doch einer der größten Open-Air-Feste überhaupt in ganz Europa und darauf sind nicht nur wir Wiener stolz, sondern auch der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Er wird auf jeden Fall auch hier im Silvesterpfad mitfeiern und er hat uns versichert, dass ganz Wien natürlich auch um die Sicherheit der Feiernden hier bemüht ist. Es wird sehr viel Polizei im Einsatz sein, auch in Zivil im Einsatz sein, um eben den schönen Rutsch ins Jahr 2020 zu gewährleisten.